Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 2. Dezember 2019 mit einer Tarotkartenlegung. Und zwar, das habe ich letzte Woche das erste Mal gemacht. Also der Ruf deiner Seele und der Ruf seiner Seele, also von deinem Seelenpartner, und zwar hier mit den Tarotkarten von der Angelina Schulze. Und bevor ich natürlich mit der Legung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale auch eintauchst. Schließe deine Augen und tauche in der Energie ein. Das ist so ein 2, 4, 6, 7, genau. Das ist der Ruf deiner Seele. Ja, das ist eine Liebeslegung. Und wir fragen jetzt der Ruf seiner Seele. Also ich konzentriere dich auf deinen Seelenpartner. Und zwar. Entschuldigung, ist die Karte wieder gefallen. Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Wie wird der Energie in dieser Woche für euch beide sein? Also der Ruf deiner Seele und seine Seele. Also es zeigt sich hier die 7 Kelche. Also vielleicht habt ihr beide so ganz viele Ideen und wisst ihr nicht, wie ihr das umsetzen sollt. Ja, und vielleicht hat auch der eine oder der andere unter euch so ein bisschen Bedenken, dass man auch sich vielleicht täuscht oder getäuscht werden könnte oder dass man ein Wunschdenken hat oder hat man auch vielleicht auch eine Neigung, dass man auch wirklich irgendwie in der Woche beeinflusst wird oder sich etwas schönredet oder von irgendwie etwas auch vielleicht auch schwärmt. Also das zeigt sich hier allgemein als Grundenergie jetzt. Ja, wir schauen jetzt deine Seite, wonach ruft deine Seele, und das ist für heute. Heute zeigt sich die Königin der Schwerter. Also du bist wirklich sehr klug und du vertraust so ein bisschen auf deine Intuition und du weißt jetzt auch, dass du so ein bisschen noch abwarten musst und dass da auch die richtige Idee kommst und kommen wird. Und also du bist jetzt auch so ein bisschen, ja, nicht in dieser Euphorie, sondern eher so ein bisschen distanziert und kühl und ja, du bist für Ideen auch und für andere Vorgehensweise, für andere Konzepte auch so halt offen, ne? Auch jetzt in diese Seelenverbindung, ja. Und da zeigt sich auch die Gerechtigkeit, also die 11. Also du überlegst ganz gut, ja. Also du lässt dir auch Zeit. Also ist auch hier die Waage. Also ist etwas kommt in Ausgewogenheit und ja. Und du erkennst deine eigene Verantwortung und ja, also auf jeden Fall
zeigt sich hier, dass etwas bei dir wirklich ins Gleichgewicht kommt. Ja, und auch wenn du dich teilweise bedroht gefühlt hast, oder vielleicht hast du auch Angst vor Veränderungen oder hast du dich auch deswegen verschlossen, vielleicht hast du auch so ein gewisses Misstrauen gehabt und hast du auch Angst vor erneute Verletzungen, kommt alles in Ausgewogenheit heute, die Grundenergie ist da, auch wenn jetzt hier so ein bisschen die ganze Woche ist so, du hast zwar noch so ein bisschen Angst, du könntest getäuscht werden, du könntest dir was vormachen, aber trotzdem bei dir entwickelt sich das, dass du auf deine innere Stimme also immer mehr hörst, auch heute, dass du diese Ängste loslassen kannst von diesen erneuten Verletzungen. Also morgen zeigt sich auch noch so ein bisschen, also, dass du hier dich noch ein bisschen verschließt und du kannst dich noch so ein bisschen nicht entscheiden. Du zögerst so ein bisschen, sehr zögerisch zeigt sich das. Also bist du auch noch ein bisschen unsicher, bist du sehr im Kopf und hast auch eine gewisse Misstrauen. Und ja, also auf jeden Fall geht es darum, da ist so innerlich noch bei dir arbeitet noch etwas. Also es geht wirklich darum, dass du dich immer mehr öffnest und ja, dass du auch einfach mal hier diese Schwerter runternimmst und dich so ein bisschen auch den Herz öffnest. Manchmal ist auch so, man merkt erst selber, wie sehr auch das Herz verschlossen ist. Also wirklich auch bei einer Chakrenausgleich oder Chakrenreinigung, auch wenn man denkt, ach ja, das Herz ist ja offen und so. Und wenn man da wirklich energetisch reingeht, spürt man das also regelrecht, dass man das doch dann aus Selbstschutz, einfach aus Selbstschutz den Herz zumacht, weil man sagt so, ich will nicht, dass es mir zu nahe kommt, ja. Es zeigt sich dann hier auch in der laufenden Woche, das ist bereits am Mittwoch, dass du wirklich nochmal alles prüfen möchtest, du möchtest eine sachliche Entscheidung treffen auch, ne? Dann bist du immer noch nicht in deinem Herzen und ab Donnerstag sind wir ja in den Portaltagen, also du bist jetzt hier wirklich in Verstand und planst alles sachlich und kühl und ja, distanziert und ja, da bist du noch nicht im März. Und guck mal, mit dem ersten Portaltag, also Ruf deine Seele ist nach Glück, nach gute Zeiten. Also du möchtest dieses Wohlbefinden, Zufriedenheit und das Leben, wirklich möchtest du mit den anderen genießen, gemeinsam das Leben genießen, auch dieses Herzlichkeit und Glück in der Liebe auch spüren. Also ich glaube schon, dass sich das also einiges bei dir auch bewirken wird, ja. Also es wird einiges bei dir antriggern auch, also diese Portaltag, also da auf der Seelenebene kommst du auch mehr in deine Entwicklung. Also das heißt, dass du auch ein Stück weit daran wächst einerseits und andererseits auch, ja, dein Seelenpartner wird das dann auch spüren, weil ihr seid ja auf der Seelenebene verbunden und deine Seele ruft auch danach, dass ihr zusammenkommt. Und also am Freitag, also die Ideen umzusetzen und bestimmte Aufgaben zu Ende führen, du möchtest Ordnung schaffen und konsequent sein und ja, auch Verantwortungsbereitschaft, also möchtest du feste und verbindliche Beziehung hier mit deinem Gegenüber eingehen, also das ist bereits hier der Freitag und wir haben ja auch 10 Portaltage hintereinander, das wird ja einiges öffnen, einiges also bewegen und das ist dann hier der Samstag. Der Samstag ist also, du hast ja Angst, also du möchtest auch keinen Streit, also keine Auseinandersetzungen. Vielleicht hast du auch eine innere Auseinandersetzung nochmal bei dir, vielleicht kommt auch eine innere Konflikt bei dir vor und ja, also du möchtest nicht so gerne dich, also der Konfrontation stellen. Vielleicht kommen bestimmte Emotionen, Gefühle hoch und ja, also du hast auch so ein bisschen ja das Gefühl, ja, es könntest du auch irgendwie ausgenutzt werden oder könnte auch etwas scheitern.
Du möchtest ja aus den Beziehungen dich distanzieren, was dir nicht gut tun, was so demütigende Beziehungen, was also wirklich dich auch in deinen Selbstwert vielleicht auch triggert oder oder ja, was dich auch in deine Persönlichkeit auch kränkt immer. Möchtest du dich vielleicht auch distanzieren und deswegen vielleicht befindest du dich auch noch in irgendeiner Partnerschaft, ja? Und also die Grundenergie ist so, also eine Konfrontation, Feindschaft, also das ist der Samstag, ja? Vielleicht kommen dann aber auch so Gedanken und Gefühle, Emotionen hoch. Und der Sonntag wird großartig, also wie sich das auch zeigt und wie sich das auch entwickelt. Also deine Seele ruft nach, ja, dass es also weitergeht. Du wägst jetzt auch hier ab, bist vielleicht so ein bisschen unentschlossen, möchtest du auch dieses Flexibilität auch gerne behalten und locker sein, also diese lockere, unbeschwerte Zeit und Verspieltheit auch haben, die zwei Münzen und die 21, hier ist die Welt. Erkenne, dass man am Ziel ist, also du erkennst vielleicht auch, dass du in dieser Seelenverbindung schon dein Ziel erreicht hast, du hast diesen inneren Frieden und du bist zufrieden, hast dieses Glück, ja, und in dir und du bist auch bereit für einen Umzug eventuell, für eine Reise und ja, du hast deine große Liebe gefunden. Ich habe das Gefühl, du hast hier deine große Liebe gefunden und ja, das steht auch für die Lebensgemeinschaft generell. Das ist der Sonntag. Ja, also das ist der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt die Grundenergie, der Ruf deiner Seele. Und wir schauen jetzt mal seine Seite. Also seine Seite ist, also der hat hier in der Woche, also an dem Montag, einen guten Start. Also er weiß, dass er schon etwas aufbauen möchte und möchte auch etwas Neues wagen. Also der ist auch ganz fleißig. Also er kommt mit kleinen Schritten nach vorne und also er ist auch bereit hier für den Neustart. Also er möchte etwas gemeinsam aufbauen und möchte auch Neues ausprobieren. Also die acht Münzen generell. Also so startet er in der Woche. Ja, und am Dienstag, wie geht es weiter? Also am Dienstag hat er eine Energie der fünf Münzen. Seine Seele sagt, ja, vielleicht muss ich da auch irgendwie mit Verlusten rechnen. Vielleicht ist das auch eine Härtetest für mich, auch eine Unsicherheit, auch eine Mangel, vielleicht auch Verlust. Also er fühlt diese Krise in sich, in seine Seele. Und ja, vielleicht fühlte sich auch dir nicht gewachsen. Also er spürt diesen Rangunterschied. Also vielleicht hebt er dich auch in gewisser Art und Weise auf eine Podest oder sagt auch, du bist großartig und vielleicht fühlt er sich auch nicht so, wie du bist. Ja, dir nicht gewachsen. Ja. So, an dem Mittwoch kommt aber allerdings hier. Also, dass er immer mehr in sein Zuversicht kommt, also seine Seele gibt ihm Impulse, dass er sich auf seinen eigenen Weg macht. Und das ist doch schon mal großartig. Er sucht neue Ziele. Wie könnte er ja diese Verbindung mit dir gestalten? Vielleicht denkt er auch über einen Umzug nach. Oder also auf jeden Fall kommt er mehr in seinen Mut und ja, möchte auch diesen Fortschritt machen, kommt auch in seine Selbstbewusstsein und kommt etwas in Bewegung. Und das steht auch generell für die neue Verbindung, also kommt auch mit seinen männlich-weiblichen in Einklang, also die Gegensätze, ja, also schwarz und weiß. Sehr schön. Und dann am Donnerstag, an dem Portaltag, schau mal hier, 10 Kelche, 10 Kelche. Er möchte das Glück einfach genießen und alles harmonisch, also diese Zeit mit Familie und Freunde, also Leben, die Lebensfreude, die Zufriedenheit ist da. Also er möchte ein angenehmes Umfeld haben. Möchte diese Familie auch gründen mit dir, diese familiäre Glück und erfüllt sein und diese tiefe glückliche Liebe auch spüren. Ja, also am Donnerstag, am Freitag,
Am Freitag zeigt sich, das ist dann auch noch natürlich ein Portaltag, also steht für den Wohlstand. Also das heißt, also er macht sich Gedanken oder kreiert gerade seinen Wohlstand, also innere und äußere Reichtum. Also auch lenkt er seinen Fokus auf Besitz, auf Gewinn und er nutzt ja auch diese gute Gelegenheiten. Also auf jeden Fall möchte er diese Liebe genießen mit dieser großen Begeisterung. Und es steht auch generell Bube der Kelche für den Neuanfang, auch wenn das jetzt noch nicht so weit ist, dass es vielleicht gelebt ist, also wie du jetzt auch siehst, hier diesen Fisch im Kelch, ja, also das steckt noch in den Kinderschuhen, aber es kommen versöhnliche Gesten auf dich zu, mit Verständnis, mit Mitgefühl und das gibt ja auch wirklich die Chancen für dieses Glück generell, ja. Das ist der Freitag, also der Portaltag wird auch schon seine Wirkung entfalten. Nun, und wie geht es weiter? An dem Samstag, also am Samstag hast du eher Konflikte und er hat hier diesen Wachstum und es entwickelt sich alles gut und kreativ und ja, der hat diese Lebensfreude, auch diese Vertrauen, diese Gelassenheit und also innerlich blüht diese Liebe bei ihm auf, ja. Und ja, König der Münzen, also das heißt, also der fokussiert sich wieder auf den Wohlstand, auf diese Sicherheit und ja, der ist zuverlässig und ja, der ist zuverlässig, auch treu und der braucht auch diese materielle Sicherheit, ja, und ist auch bodenständig, ja. Und wie geht's nun weiter? Also ich möchte noch so ein bisschen abwarten, also die 7 Münzen. Also ich möchte wirklich langfristig diesen Erfolg haben, nicht nur so ein bisschen ja, so direkt, sondern er möchte diese Reife auch in diese Verbindung hineinbringen mit dir. Also seine Seele sagt, es sollte von Dauer sein und er zieht jetzt gerade ein Bilanz, was hat er denn auch bisher erreicht, ja, und das ist halt eine langsame Entwicklung und diese erfüllende Liebe und er möchte halt abwarten und möchte, dass es wächst. Das ist also an dem 7. Dezember und das ist der Sonntag, der 8., also wie geht es weiter, der Ruf seiner Seele, also ich nehme das hier wahr, dass er doch irgendwie eine Abschied plant von jemand, vielleicht auch von seinem vertrauten Umgebung. Es kann auch jetzt eine vertraute Arbeitsstelle sein, ein vertrautes Zuhause sein. Also möchte diesen Aufbruch ins Neue wagen, vielleicht auch ein Stück weit zu dir. Also steht wirklich für irgendeine Trennung von irgendetwas, wird sich trennen und wird sich auf den Weg begeben. Und er geht wirklich ungewiss in diese Zukunft. Schau mal, hier lässt er die 8 Kelche zurück und geht er in der Zukunft. Und das ist wirklich unglaublich. Also da bin ich wirklich, ja, also bin ich wirklich sehr berührt. So, und was verbindet jetzt eure Seele? Der Ruf seiner Seele und Ruf deine Seele. So, ich frage jetzt eure Seele, wonach ruft eure Seele gemeinsam? Was könnt ihr dann gemeinsam auch betrachten hier alle beide? Ja, ich hoffe, das gefällt dir, diese Legung. So, es sind 2 Karten gekommen. Oh, die Verbundenheit. Die Verbundenheit und der Wasserdrache. Ja, Verbundenheit und der Wasserdrache und dazu lese ich diese Karte einfach, weil ich der Meinung bin, dass auch hier diese Schriftsteller, der Werner Johannes Neuner, also dass er das wirklich wunderbar hier mit seinen Worten auch beschrieben hatte, ja. Und also ich spüre diese Energie auch besonders. Wenn die Vorbehalte anderen Menschen gegenüber enden und wenn die Schleier der Meinungen fallen, dann erst findet wirkliche Verbindung statt. Was findet in dir statt?
Wenn du einem anderen Menschen begegnest, bildest du dir sofort eine Meinung über ihn oder sie? Beurteilst du ihn nach seinem Auftreten oder seiner Erscheinungsform? Oder gelingt es dir bereits wertfrei, mit offenem Geist und mit offenen Herzen zu beobachten und wahrzunehmen? Es wollen in deinem Leben neue soziale Netzwerke entstehen oder bereits bestehende neu belebt werden. Vorbehalte und vorgefasste Meinungen stehen dem ab im Wege, aber im Wege. Wenn es dir gelingt, diese abzubauen, eröffnen sich dir ungeahnte Möglichkeiten. Das Piktogramm der Verbundenheit auf diese Karte kann dich dabei nachhaltig unterstützen. Lass es auf dich wirken. Also neue soziale Netzwerke beleben, neue Verbindungen eventuell auch eingehen. Die Verbundenheit auch zu dir ein Stück weit ohne Wert, also ohne Bewertung. Das sagt die Karte für euch beide oder auch bei dir ohne Bewertung. Und der Wasserdrache ist jetzt ein langer Text, aber lass dir das auch mal auf dich wirken. Wasser steht immer für die Tiefe der Gefühle. So, die Zeit der Heilung ist gekommen. Wasser ist auch Heilung, wie ein Embryo. Rollt der mächtige Wasserdrache sich im nährenden und heilenden Urwasser der Urmutter ein. Die Verletzungen, welche die Drachentöter ihm erst einst zugefügt hatten, werden dort verwandelt. Jede Wunde, die ihm zugefügt worden war, wandelt sich in Stärke und Kraft um. Wenn der Wasserdrache in deinem Leben erscheint, folge ihm. Er zieht dich hinab in jenes unterirdische Reich, in dem deine verdrängten und unverarbeiteten Verletzungen beheimatet sind. Der Balsam, der dort jede Wunde heilen kann, entspringt dem Fruchtwasser der Mutter Erde. Dieser Balsam fließt in Strömen zu dir. Das Salz deiner Tränen ist das Salz der dort wallenden Urmeeres. Wenn du dem Wasserdrachen folgst, können dich Emotionen überschwemmen wie ein aufgebrachter Ozean, der nicht zur Ruhe kommen will. Durch all jene Verletzungen, die dem Drachen zugefügt worden waren, hatte nicht nur Stärke, sondern auch Weisheit erlangt. Er kennt daher das Geheimnis jenes aufgebrachten Ozeans, der durch die überschäumende Emotionen aufgefühlt worden waren, und er weiß auch, wie nachhaltige Heilung tatsächlich stattfinden kann. Der Schlüssel zur Heilung liegt in einem neuen Zugang zu deinen Emotionen. Wenn sich deine Emotionen durch Tränen oder durch Wut Raum verschafft haben, entlasse sie. Halte sie keinenfalls mehr fest, sondern lass sie gehen. Der größte Irrtum, den wir in solch einem Heilungsprozess begehen können, besteht darin, dass wir glauben, dass Emotionen ein Teil von uns selbst wären. Du bist keinenfalls das, was deine Emotionen zum Ausdruck bringen. Dein wahres Wesen ist in Wahrheit vollkommen emotionsfrei. Emotionen sind nichts anderes als sinnvolle Reaktionsmuster, die einer zugefügten Wunde zur Heilung verhelfen. Sie sind wie das Blut, das aus einer Wunde des Körpers fließt, an der Oberfläche der Haut gerinnt und dort eine Kruste bildet. So kann die Wunde sich verschließen. Sobald die Wunde verheilt ist, fällt die Kruste ab. Ein weiteres Austreten von Blut wäre sowohl sinnlos als auch schwächend. Genauso schwächt dich ein aufführende, bereits ausgelebte Emotion. Sobald du deine Emotionen entlassen hast, klärt sich deine fühlende Wahrnehmung. Emotionen bewerten
und beschuldigen jene, die dich verletzt hatten. Gefühle hingegen gehen in der Tragik des dramatischen Erlebnisses nicht mehr in Resonanz. Über deinen emotionsfreien und geklärten Gefühlskörper weitet sich plötzlich deine Wahrnehmung. Du spürst Zusammenhänge und nimmst Frequenzmuster wahr, die weit über dich hinausgehen. Du nimmst wahr, dass du in der nährende Fruchtwasser des Urmutter eingebettet bist und dass dir daraus eine enorme Lebenskraft zufließt. Du spürst, wie das Leben in dir pulsiert, dann stehst du auf, dann findet deine Neugeburt statt. Was will die Karte jetzt sagen? Also kurz gefasst, also es geht wirklich darum, dass hier ganz viel Heilung bei euch geschieht, zwischen euch beiden auf der Seelenebene. Ja, also vielleicht sind da wirklich Verletzungen auch stattgefunden aus dem früheren Leben auf der Seelenebene. Und also es geht wirklich darum, das in Stärke und Kraft umzuwandeln, also aus diesen Verletzungen, aus dieser Situation wirklich zu wachsen. Es geht auch darum, dass du wirklich deine Verletzungen heilst, wie eine heilende Balsam. Eure Verbindung, eure Seelen sind füreinander wie ein heilendes Balsam. Und auch wenn ihr so bestimmte Dinge bei euch gegenseitig hochholt oder triggert oder spiegelt, ist das wirklich wichtig, dass ihr das auch mit Tränen auch heilt, weil Tränen sind auch das ist für die Heilung. Wenn du das Gefühl hast, du musst weinen, dann heißt auch ganz viel bei dir, aber auch bei deinem Gegenüber. Und lass auch wirklich die Emotionen hochkommen, bewerte sie nicht, sondern auch wenn du aufgewühlt bist, lasse sie zu, nehme sie an, löse sie, dann findet wirklich nachhaltige Heilung statt und danach entlasse sie aber. Bewerte sie nicht, ja, weil das ist nur eine Emotion, was aus dieser Verletzung heraus resultiert und ja, kannst du es loslassen. Das gehört zum Heilungsprozess, auch wenn du zum Beispiel in Trauerphase dich befindest, brauchst du auch eine gewisse Zeit, um diese Tränen fließen zu lassen und wirklich um diesen Loslassprozess. Und wenn du das halt auch geheilt hast, bestimmte Themen, ja, zum Beispiel Zurückweisung, was bei vielen so doch ein großes Thema ist, ja, dann macht das keinen Sinn, dass du das immer wieder und immer wieder fühlst und immer wieder diese Wunde aufreißt, sondern umso du das Emotion erkannt hast, geheilt hast, dann klärt sich deine Wahrnehmung, dann lass es los und dann ist dieses Thema für dich bearbeitet, ja. Und geh nicht in diese Tragik und in diese Drama hinein, weil das zieht deine Resonanz auch runter, deine Frequenz runter. Also es ist wichtig, dass du die Zusammenhänge verstehst, was in dieser Seelenpartnerschaft auch für dich zeigt und dass du daraus eine enorme Lebenskraft erschaffst, ja, also enorme Lebenskraft fließen lässt und dass du aufstehst und also dieses Neugeburt und dann findet eine Neugeburt statt. Also es geht wirklich darum, dass ihr beide diese Emotionen bearbeitet und dieses Neugeburt auch stattfinden lässt. Also ich weiß jetzt gar nicht bei dem letzten Legung, welche Karten ich hier verwendet hatte. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal die Geistführer fragen, welche Karten die Geistführer für dich und für dein Gegenüber nochmal, also was die raten, ja, für euch beide. So. Also eure Geistführer sagen hier, halte Maß, also mit allem halte Maß, also auch mit deinen Emotionen, dass du nicht immer wieder halt
für Fels und die unterste Karte ist hier, bewahre die Offenheit. Also halte Maß, also mache alles mit den Maßen, gehe nicht in Drama, überdramatisiere das nicht. Also lass diesen Entwicklungsprozess auf diese Seelenebene für dich auch wirken und gib dem Gegenüber auch nochmal Zeit, dass er sich auch entwickeln kann. Wir fragen nochmal die Amos-Botschaften, was euch verbindet, euch beide, ja, wie eure Seelen füreinander fühlen. Bitte eine Karte. Die unterste war ja, ich liebe dich, also ihr habt euch beide lieb und ihr sollt beide in euch hineinlauschen und daraus finden, was hinter euren Gefühlen auch steckt, ja. Ich hoffe, das konntest du so annehmen und das hat auf dich gepasst. Und wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und freue mich umso mehr, wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Unter dem Video in der Infobox findest du meine Webseite, dort findest du auch meinen Shop verlinkt. Schau dich einfach in meinem Shop um. Dort findest du auch meine aktuellen Angebote, auch das Wochenangebot, das Monatsangebot und natürlich auch dieses Spezial-Adventsangebot mit dem Seelenpartner-Ringen und natürlich mit dem Reiki auf Wolke 7 Karten. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.